Der Gesetzentwurf, dass China oder China-Werte demnächst von den US-Börsen verbannt werden könnten, ist so gut wie durch. Denn jetzt hat nicht nur der US-Senat darüber abgestimmt, das war ja schon vorher der Fall, nämlich der Kongress hat jetzt eben, das sind die neuesten Neuigkeiten hier, ebenfalls dem Entwurf zugestimmt. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift von einer Person, nämlich dem US-Präsidenten. Und dann wäre dieser Entwurf soweit durch. So, das heißt, das Ganze wird schon eine Ecke ernster mit dem Delisting oder der Gefahr des Delistings von chinesischen Werten. Und deswegen, oder weil ich weiß, dass viele von euch chinesische Werte haben oder auch ziemlich hoch gewichtet im Depot haben, ist das natürlich hochrelevant und wir müssen uns mit dem Thema natürlich auseinandersetzen. Und ich werde natürlich auch am Ende dieses Videos sagen, wie ich mit meinen chinesischen Positionen umgehe, ob ich etwas ändere oder was ich hier quasi für mich auch in Zukunft mitnehme daraus. Und dann wirst du mit Sicherheit auch etwas davon haben. Ganz wichtig, es ist keine Anlageberatung, egal was ich hier sage. Ich spiegel hier nur meine Meinung und meine Sicht auf den Markt, auf den US-amerikanischen Markt und auf den chinesischen Markt wieder. So, also nochmal ganz kurz zum Hintergrund, warum ist das Ganze denn so? Es ist ja so, dass chinesische Werte oder Aktienunternehmen sich nicht so gerne in die Bücher schauen lassen, zumindest nicht von außerchinesischen Ländern. Und die USA will natürlich, dass alle Unternehmen, die dort an der Nasdaq oder an der New York Stock Exchange gelistet sind, wollen die natürlich ja die Bücher prüfen, um eventuelle Missbräuche auch ja vorzubeugen. Und das will die chinesische Regierung wiederum nicht und somit haben die US-Buchprüfer es extrem schwer, hier Zugriff zu erlangen. Und somit hat man natürlich irgendwo immer ja eine Unsicherheit mitschwimmen. Warum lassen sie sich nicht in die Bücher schauen? Das ist natürlich eine andere Sache, schwimmt da auch noch mit zwischen China und USA, Handelskonflikt und Co. sowieso, aber das ist den US-Behörden natürlich ein Dorn im Auge. Und deswegen wurde dieser Gesetzentwurf eben jetzt verabschiedet, dass man die Macht jetzt hat, dass man chinesische Werte, die an amerikanischen Börsen gelistet sind, eben verbannen könnte. Ich denke ja eher, dass es eher als ja, Druckmittel benutzt wird, aber die Gefahr ist potenziell da. Und das hätte natürlich katastrophale Folgen. Denn es wird zwar gesagt, ja, in Hongkong oder an den chinesischen Börsen gibt es diese Unternehmen auch noch, die Aktien sind dort notiert. Nur stelle man sich vor, es würden wirklich aus den USA die chinesischen Werte verbannt werden oder eine Aktie, ja, dann würde natürlich auch ein riesen Kapitalabfluss von jetzt auf gleich erfolgen. Hier spielen auch zum Beispiel Indizes und so weiter eine Rolle. Und insgesamt gibt es ja auch einen Grund für chinesische Konzerne, sich in den USA notieren zu lassen. Und das hat unter anderem den Grund, dass man viel Kapital aufsammeln will oder aufsammeln wollte. Und entsprechend bei Kapitalerhöhungen auch, die es ja auch jüngst gab, wie zum Beispiel bei Xiaomi. So, und das ist natürlich im Interesse der chinesischen Konzerne und letztendlich deckt sich das auch mit der Aktionärssicht, denn wir wollen ja lieber an Börsen, wo liquide gehandelt wird, wo die Werte entsprechend ja in den USA gelistet sind. Hier wollen wir auch lieber handeln, hier ist auch die Währung wesentlich stabiler und so weiter. Und deswegen denke ich schon, dass wenn es ein Delisting gibt, dass es eine katastrophale Folge für die entsprechende Aktie hätte, nämlich einen riesen Abverkauf. Man würde das Kapital rausziehen, ich würde es zum Beispiel auch so machen, weil ich nicht will, dass ich irgendwo in Hongkong eine Aktie kaufe. Nein, ich will, dass das eher in Amerika stattfindet. So, und man bietet für den Fall, oder wahrscheinlich wird es so sein, dass man eben auch einen Tausch anbietet. Das heißt, hast du eine US-amerikanische Aktie eines chinesischen Unternehmens, dann kann man das Ganze tauschen und du kannst eben nach Hongkong an der Börse gehen. Aber wie ich gerade sagte, das ist jetzt meine Meinung, das ist nicht das, was ich beispielsweise unbedingt möchte. Aber, und das ist jetzt das große Kommando zurück, so schlimm ist es auch alles nicht, denn in diesem Gesetzesentwurf steht eben, dass die Unternehmen, die chinesischen Unternehmen nun 3 Jahre Zeit haben, ihre Bücher zu öffnen, den US-Behörden gegenüber. Das wären natürlich 3 Jahre harter Verhandlungen und da muss man natürlich beobachten, wie das Ganze läuft. Aber bevor ihr jetzt euer Portfolio leer macht, ja, in den nächsten Wochen von den chinesischen Konzernen, ich denke, hier kann man ruhig Ruhe bewahren und man kann das Ganze sich noch beobachten.
Welche Gefahr allerdings immer da ist, unabhängig davon, ob ein Delisting geschieht oder nicht, ist das, was die Masse der Anleger denken und natürlich auch institutionelle Händler, Hedgefonds und so weiter. Denn wenn die der Ansicht sind, okay, diese Gefahr ist wirklich groß, dass ein bestimmter Titel ein Delisting erfahren würde, dann fängt natürlich es an, ja, dass man Kapital abzieht und dann hat das ja einen Ketteneffekt, ähnlich wie bei einem Crash, und dann könnte natürlich auch ein ziemlich schneller Abverkauf stattfinden von chinesischen Werten. Was natürlich sehr schade ist, denn nach wie vor denke ich, und ich denke, da teilen wir oftmals die Meinung, dass diese Konzerne eben sehr gut aufgestellt sind. Ja? Von der China-Markt an sich ist sehr groß und viele Unternehmen, Tencent, Xiaomi und so weiter, Alibaba, die machen natürlich auch schon langsam Geschäfte außerhalb von China und sind einfach Riesenkonzerne. Aber das bringt natürlich nichts, wenn die Investment-Idee oder die Voraussetzung für das Investment nicht gegeben ist. Und das könnte natürlich auch erschwerend wirken in der Zukunft durch diesen Gesetzesentwurf. Was ich also hier mitnehme, ist die Gefahr, die unmittelbare Gefahr eines Delistings sehe ich überhaupt nicht, aber ich sehe die Gefahr, dass andere diese Gefahr durchaus ernst nehmen und dadurch ein Abverkauf auch stattfinden könnte. Das kann ich nicht ausschließen. Und deswegen ist es nach wie vor so, denn neben diesem Delisting-Risiko haben wir in China noch andere Risiken, der Handelskonflikt an sich und natürlich die chinesische Regierung, die auch immer eingreifen kann. Ich erinnere nur immer wieder an Alibaba bzw. an der Ant Group, den Börsengang, der jetzt, glaube ich, auf 2022 verschoben werden musste. Und das sind eben die Gründe, weswegen ich auch in meinem Depot chinesische Werte nicht hoch gewichte. Ich bin gerade mal bei, ich glaube, 4 oder 5% und das wird auch so bleiben. Ich ändere jetzt wegen der Nachricht auch nichts, aber ich werde auf gar keinen Fall auch aufstocken, weil ich da ja in gewisser Weise Respekt vor habe. Und man weiß auch aus der Vergangenheit, der chinesische Index an sich, der hat auch stark gelitten. Und bevor mir das passiert, ja, da verpasse ich lieber ein bisschen Rallye, was ich sicherlich getan habe. Aber ja, behalte mein Geld, wenn es denn wirklich mal zu einem schlechteren Szenario kommen sollte. Ich würde, wenn ich jetzt heute einen großen chinesischen Anteil habe, dann würde ich nicht unbedingt auf 4-5% zurückstufen, aber ich glaube, ich würde trotzdem ein bisschen Risiko rausnehmen. Das ist nur das, was ich machen würde. Was du machst, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ich kann hier eben nur von mir erzählen und diese beiden Szenarien wollte ich für euch mal ganz kurz aufmachen. So, und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, deswegen habe ich den Chart hier die ganze Zeit offen. Wie reagieren denn überhaupt die chinesischen Titel auf diese neue Nachricht? Und da sehen wir, dass angefangen bei Tencent hier so gut wie nicht passiert. Ja? Also wir sind es ja gewohnt bei chinesischen Aktien, dass wir ohnehin eine ziemlich hohe Volatilität haben. Und ja, wir stehen hier bei 2,6% im Plus. Markt ist schon geschlossen. Das ist jetzt direkt die Börse in Hongkong, also in Hongkong Dollar hier notiert. Und wenn wir hier mal rüber switchen, das ist entsprechend die Tencent Holding in den USA vor Börsen. Beginn plus 0,89%, also nicht der Rede wert. Schauen wir mal bei Alibaba rein. Ja, da sieht man auch nochmal schön, wir sind immer noch in dem Aufwärtstrend. Alles ist intakt bei Alibaba. Nur mal by the way, trotz dem gescheiterten Ant Group Börsengang. Und auch hier sehen wir vor Börseneröffnung plus 1%. Weiter zu NIO. Ja, wir hatten bei NIO kürzlich einen Abverkauf, dann hat sich das Ganze wieder erholt und wir sehen auch hier 0,7% vor Börseneröffnung ist so gut wie nichts, kann man eigentlich sagen, was sonst so bei NIO eigentlich abgeht. Dann weiter zu BYD und auch bei BYD ist jetzt nicht zu erkennen, dass wir hier einen größeren Abverkauf sehen. Nein, alles ist eigentlich in bester Ordnung. Bei Xiaomi, da hatten wir ja auch nach den Quartalszahlen, ja, haben wir mal ein bisschen Luft geholt, was ja durchaus in Ordnung ist, wenn eine Aktie so sehr gut gelaufen ist. Und auch hier haben wir, wenn ich auch mal auf die euro-notierte Version gehe, da sehen wir eben, wir stehen sogar heute mit 3,3% im Plus. Das heißt, die Werte, die reagieren erstmal gar nicht darauf, auf diese Neuigkeit. Ist ein Indiz übrigens dafür, dass auch diese Änderung, diese News hier gar nicht irgendwie etwas Neues preisgibt, sondern das Ganze schon vorher eingepreist war. Also Füße stillhalten und trotzdem darauf achten, dass ihr zumindest, ja, jetzt gebe ich schon wieder einen Ratschlag, also ich würde darauf achten, die chinesische Komponente im Depot nicht allzu hoch zu gewichten oder zumindest nicht aufzubauen, eher vielleicht ein bisschen Risiko rauszunehmen, auch wenn man Gefahr läuft, natürlich dann Rendite zu verpassen. Aber man muss natürlich auch immer sehen,
Es gibt genug Alternativen. Neben China gibt es auch tolle amerikanische und europäische Werte, muss man einfach sagen. Letztendlich ist es wie immer der Mix, der macht es einfach. Eine gute Diversifikation über mehrere Länder, über mehrere Branchen ist einfach das A und O. Und es ist natürlich klar, dass man damit weniger Rendite macht, aber man macht wenigstens sichere Rendite. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag, obwohl heute nicht Sonntag ist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir noch ein Abo da, wenn du noch kein Abonnent bist. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Investierer.